Hallo und willkommen zurück in No Man's Sky. Ja, was haben wir? Ein Update. Wir haben ein Update 3.5. Prisms heißt das. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und auch vernünftig. Und ja, wir haben hier einige Facelifts sozusagen bekommen. Und diese Facelifts beziehen sich auf verschiedene Dinge. Also die Texturen natürlich, logisch. Und das sind zum Beispiel bei Glas. Glas ist jetzt nicht mehr so bläulich, sondern es ist jetzt, ja, richtig durchsichtig. Sieht richtig klasse aus. Ich habe diese Basis dafür genommen, weil hier ziemlich viel Glas ist. Und also um diese Basis geht es heute überhaupt nicht. Das Einzige, es geht hier um das Glas. So, und hoppala. So, auf jeden Fall, es ist nicht mehr bläulich, es ist wie gesagt klar und deutlich zu erkennen, alles was sich dahinter befindet. Und so einen kleinen Touch von schmutzig hat es auch, also so ein Staub oder zerkratzt, wie auch immer. Und das ist jetzt bei allem, also bei dem Glas. Ansonsten, die Texturen sind etwas feiner geworden, nicht sehr viel anders, aber es hat sich vieles geändert, auch bei den Bauteilen. Und um was geht es uns tatsächlich? Natürlich um die Raumstation. Das bedeutet, wir fliegen da jetzt mal fix hin. Moment, nein, nicht aussteigen. Ah, verflixt. Sodele. Und auf dem Weg nach dorthin werden wir mal kurz in das Menü schauen. Das Menü hat sich jetzt im Raumschiff nicht verändert. Okay, gut. Aber es hat sich verändert. Wenn wir ausgestiegen sind. Mal gucken, ob das auf der Raumstation auch geht. Das hätte ich jetzt gleich bei der Basis machen können. Aber wie ihr seht, das Weltall sieht auch viel klarer aus, viel deutlicher. Und das ist sehr, sehr schön. Auch der Nachthimmel. Vorbei, Moment. Mal besser anvisieren hier. So. Wir werden auf jeden Fall auch teleporten. Halt. Könnte doch noch ein bisschen weiter. So, jetzt. Wir werden heute auch noch teleporten und wir werden den Warp-Antrieb benutzen. Denn da hat sich auch einiges geändert. Die Texturen in den Raumstationen hat sich verändert und nicht nur das. Wie ihr seht, da im Hintergrund haben wir jetzt da so eine Murmel. Okay, also zum Fußboden. Der Fußboden ist jetzt nicht mehr glatt und schwarz, sondern der hat jetzt diese Textur. Finde ich sehr schön. Und die Landepads sind auch ein wenig anders, dementsprechend angepasst. Dann wollen wir uns das da hinten mal anschauen. Also ich finde das sehr gelungen. Und jetzt haben wir hier noch einen Stationskern. Flug- und Landebahnaufseher. Okay. So, mal schauen. Okay, gut. Ja. Dann haben wir allerdings eine Sache nicht, und zwar Überschreibungscode eingeben. Den haben wir nicht. Ich weiß auch noch nicht, wo man den herbekommt. Also gehen wir jetzt hier erstmal wieder weg. Ja, so viel erstmal dazu. Also sieht echt total toll aus. Und wir gucken uns natürlich noch ein bisschen weiter um. Allzu viel hat sich jetzt auf der Raumstation ansonsten nicht geändert. Das einzige Moment. Doch, ich glaube hier. Ich meine, das hat sich verändert. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also hier die Tür. Ich meine, die sieht jetzt anders aus. Ach ja, aufmachen müssen wir auch noch. Okay. Also es könnte sein, dass dieser Raum sich etwas verändert hat. Aber das ist nicht ganz sicher. So, wieder raus hier. Ansonsten, hier ist nichts weiter. Raus, raus, raus. Dann gehen wir heute auch noch zur Anomalie. Ich hoffe, ich vergesse es nicht.
Ja, das können wir ja schon. Hier können wir unser Multi-Werkzeug upgraden. Und dann mal rüber. Ups. Dann mal rüber zum Teleporter. Hui. Upsa. So. Ich hatte mir vorgestellt, jetzt erstmal zu einer Raumstation, wo ich meine, es könnte ein interessanter Planet dabei sein. Und ja, das machen wir. Und ihr werdet feststellen, das Warpen, nein, das Teleportieren ist völlig anders. Also das hat sich total verändert. Sieht sehr schön aus. Ich meine auch, die Geräusche sind etwas anders. Jo, das war also schon mal das Teleportieren. Geht übrigens auch wesentlich schneller. Ja. Dann werden wir jetzt erstmal zur Anomalie gehen. Nein, halt. Erstmal öffnen wir das Schnellmenü. Und stellen fest, auf der Raumstation geht es nicht. Okay, gut. Das ist nicht so schlimm. Auf Planeten müssen wir auch noch. Denn die Planeten, wie gesagt, haben sich auch ein wenig verändert. Ist alles noch viel klarer, deutlicher. So, aber jetzt erstmal zur Anomalie. Dann hat sich auch noch an den Frachtern etwas geändert. Aber jetzt holen wir erstmal die Anomalie her. Nö, geht noch nicht. Moment. Ah. Auf geht's. Weg, 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 weg. So, das hier hat sich auch verändert. Das heißt, wenn wir einen Asteroiden zerschießen. Ja, das ist auch gut so. Dass ich keine freien Plätze im Schiffsinventar habe. Ach ja, genau. Das machen wir als erstes. Noch viel besser. Wir werden jetzt einfach mal ein Schiff hier angreifen. Ein Frachter in dem Falle. Ja, das ist eine gute Idee. Klar, natürlich ist es keine gute Idee, aber um euch das zu zeigen, muss ich den angreifen. Und da haben wir es auch schon. Wie ihr seht, tue ich mich ein bisschen schwer gerade mit dem Fliegen. Ups. Und ja, der Frachter ist natürlich in Alarmbereitschaft jetzt oder in Alarm, wie auch immer. Und wenn wir hier, jawohl, ich hoffe, das war gut zu sehen. Das machen wir aber gleich noch einmal. So. Ah ne, das hatten wir schon da. Die Explosionen sind also wesentlich anders. Ach, da zerschieße ich gerade gar nichts. Na gut, auch nicht schlimm. So, dann holen wir uns jetzt mal eine Drohne. Wo sind die Drohnen? Wo sind sie? Wo sind sie? Ja, die Flugsteuerung habe ich hier ein bisschen weicher bei mir eingestellt. Nicht dieses harte, ruckige. Was allerdings auch bedeutet, dass ich ein bisschen, ja, gehandicapt bin, was die Geschwindigkeit angeht. Ja. Ui. Der hat uns doch gerammt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Na, wie gesagt, ist ein bisschen träge, aber ich finde, es fühlt sich auch irgendwie besser an. Und wenn ihr seht, die Explosion ist auch ganz anders. Machen wir noch einen? Einen machen wir noch, oder? Ja. Einen machen wir noch. Wo bist du? Na, das müsste der Frachter selbst sein. Ja, ja, Impulsantrieb ist deaktiviert. Da ist es doch gleich. Ach, da ist es. Jetzt. Na. Jo. Das war jetzt nicht so gut zu sehen. Hervorragend. Toll.
Ja, das fühlt sich schon ein bisschen echter an irgendwie. Ah, ne, der lohnt sich nicht. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt in die Anomalie, wenn wir es denn können. Ja. Durch die Anomalie setzen wir das Ganze hier zurück und wir werden nicht mehr angegriffen, beziehungsweise ja, die Drohnen vergessen sozusagen. Sehr schön. So, jetzt müssen wir uns hier reinschleichen. Und auch der Eingang hat sich ein wenig verändert. Also meine ich zumindest. Obwohl. Na gut, vielleicht bin ich schon ein paar Mal zu oft reingeflogen, dass ich mich wieder daran gewöhnt habe. Und es nicht ganz so gut sehe. Oder den Unterschied nicht ganz so gut sehe. So, nochmal schnell einen Schluck Kaffee genommen. Und schon geht's weiter. Ja, der Fußboden hat sich hier auch ein wenig verändert. Die Strukturen sind viel deutlicher, klarer. Also sehr schön gemacht. Ansonsten, ich bin nicht so häufig auf der Anomalie. Falls euch da was auffällt, was ich jetzt hier nicht beschreibe, dann schreibt es mir in den Kommentaren. Auf jeden Fall gibt es hier noch einige Neuerungen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das hier sieht jetzt auch anders aus. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, der Anfang dafür, dass hier demnächst auch noch was passiert. Aber das werden wir sehen. Mal gucken. Ansonsten hat sich hier nicht sehr viel verändert, außer natürlich die Texturen. Und dann laufen wir mal. Ah, hier wird wieder gehandelt, wie nichts Gutes. Okay, sehr schön. So, die Tore sind gleich. Und stups, können sie immer noch. Aua! Ja, ich bin ja nicht sozialscheu, also mit anderen Worten, ich spiele hier im Multiplayer. Ansonsten, hier hat sich nichts geändert. Bauteile, Moment, da gucken wir mal nach. Haben wir neue Bauteile? Ich denke nicht. Nee, das sieht mir nicht danach aus. Ja, außer eben halt Bauteile, die ich noch nicht habe. Nö. Also hier ist noch alles beim Alten. Jo. Wie gesagt, Bauteile, die ich nicht habe, die habe ich halt nicht, klar. Sonst hat sich hier nichts verändert. Nö. Gut. Auf jeden Fall ist jetzt eines neu. Wir können auf der Anomalie uns Rezepte holen. Wir brauchen jetzt also keine Fabriküberschreibungseinheiten mehr. Wir können das jetzt hier machen. Und wie ihr seht, haben wir hier verschiedene Rezepte. Einige habe ich und einige habe ich noch nicht. Das heißt, aus früheren Zeiten habe ich mir die schon geholt. Und die können wir jetzt für Nanitz kaufen. Wir brauchen also keine Fabriküberschreibungseinheit, um die uns zu holen. Und Naniten, wie ihr seht, habe ich ja genug. Okay, eben gerade gesehen habt. Dann hole ich mir jetzt die Bauteile auch noch, beziehungsweise das, was ich mir selber herstellen kann dann. Habe ich bisher nie gebraucht, aber na gut, was man hat, das hat man. So, was haben wir hier noch? Ja. Und ich würde sagen, das ist jetzt genug. Mehr mache ich jetzt hier nicht. Das dauert sonst zu lange. Oh, nochmal kurz ins Schnellmenü. Ah, ne. Hier ist es nicht. Gut, was hatten wir jetzt? Luftschlacht hatten wir, Asteroiden hatten wir, Teleporten hatten wir schon. Ja, da fehlt auf jeden Fall jetzt erstmal das Broppen. Und ich möchte natürlich nochmal einen Piratenkampf haben. Das heißt also, einem Frachter helfen, sich zu verteidigen, um einen Frachter zu kaufen oder zu bekommen. Ne, in dem Fall kaufen ist das, ja. Also ich habe momentan eine S-Klasse und von der möchte ich mich ungern trennen, eigentlich. Aber es hat sich dabei geändert, dass die Frachter, wenn ihr sie kauft, automatisch dasselbe Auto, automatisch dasselbe Inventar haben, wie das, was ihr schon gebaut habt. Also in eurem bisherigen Frachter. Und das wollen wir natürlich jetzt auch überprüfen. Okay, jetzt gehen wir erstmal in die Sternkarte, die ich noch nicht öffnen kann. Planeten. Nicht mehr, nicht ganz sicher. Sollten wir jetzt hier mal runtergehen, gucken. Winterlicher Planet. Na, ich denke mal, da gibt es nicht so viel zu sehen.
haben wir hier noch? Na, wo ist er? Ah, da unten ist einer. Jo. Und... Nö. Ausgetrockneter Planet, den können wir auch nicht gebrauchen. Na, wo ist der nächste? Da ist er. Was haben wir hier? Ein feuchter Planet. Na, das könnte ja gehen. Ja, Feuchtplaneten nehmen wir. Wenn ich das richtig sehe, hat er auch zwei Monde. Ja, kann man machen, muss man nicht. Also, dass wir da auch nochmal drauf gehen. Aber hier... Der Impulsantrieb, ich meine, der hat sich auch ein wenig verändert. Zumindest, Moment, das machen wir, ja. Zumindest, als ich vorhin einfach nur in die Gegend... Nö. Oder? Ja, doch, 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 doch. Doch, das Schiff bewegt sich ganz anders. Zumindest sollte es das. Na, nö, doch. Na, wie denn jetzt? Gibt's doch nicht. Doch, es bewegt sich ein bisschen anders. Also normalerweise schwenkt es dann auch noch rechts, links und auch ein bisschen weiter weg. Ja, jetzt beginnt es. Sehr schön. Also ich meine, das ist früher nicht so gewesen. Nö, Feindlichen Scan habe ich jetzt keine Lust drauf. Aber ich werde wohl müssen. Aber trotzdem, eigentlich habe ich gar keine Lust auf die. Na, schauen wir mal. Aber ist ja nur das eine hier. Gut. Okay. Also. Hui. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen träge. Nein! Au! Uff. Na toll, super. Wie? Moment. Jetzt greift mich die Drohne doch an. Habe ich den falschen abgeschossen? Nein. Eigentlich nicht. Nö. Habe ich nicht gemacht. Gut, Planet. Also. So, den wollten wir hin, ne? Ja, feuchter Planet, das ist er. Mal gucken, ob der wirklich interessant ist oder ob ich jetzt nur denke, dass der interessant ist. Ansonsten im Schnellmenü, da haben wir jetzt noch was Neues dazugekommen. Dazu sollte ich aber erstmal gelandet sein. Ja, und das Update ist relativ umfangreich. Daher sieht es so aus, ich kann euch das leider nicht auf die Schnelle zeigen, also es dauert ein klein wenig. So. Haben wir zufällig Nacht? Das sieht doch gut aus. Das sieht aber nicht so gut aus, weil wir hier... Ja, ja, feuchter Planet, alles klar. So, die Wolken, der Sternenhimmel, wie ihr seht, das hat sich alles ein wenig verändert. Richtig klasse sieht das jetzt aus. Und der Planet gefällt mir nicht. Also weg hier. Was? Mal gucken. Komme ich an die Monde ran? Wenn ja, dann nehme ich einen der Monde. Vielleicht ist das besser. Das müsste doch der frostige sein, ne? Winterlicher, ja. Wo sind jetzt die Monde hin? Haben wir gleich. Hoffe ich doch. Da. Nee, ist er nicht. Oder? Moment. Ausgetrockneter. Hm.
War das der? 5 Stunden? Ja, doch, der ist ein bisschen weiter weg. Das muss er sein. Wo wir vorher waren. Was haben wir da? Kann ich noch nicht sehen. Schade. Staubiger Mond. Okay. Der verdammt staubig hier. Tja, das gefällt mir irgendwie auch nicht so richtig. Aber wie wär's mal mit Landen? Upsa. Ah, okay, gut. Hier was sehen. Mein Sturm löst sich auf. Das hört sich doch gut an. Mal ein bisschen genauer an. Also die Flora und Fauna hat sich auch verändert. Da ist auch ein bisschen was passiert. Und ich finde, das sieht sehr schön aus. Ja. Ist eigentlich alles viel klarer, deutlicher und noch ein bisschen texturhaltiger. Haben wir hier eine Höhle? Nee, leider nicht, weil die Höhlen haben sich auch ein wenig verändert. Jetzt haben wir natürlich keine Höhle da. Aber wir suchen da jetzt auch nicht so lange. Sondern wenn, dann nehmen wir das Schiff. Einfach mal, wie ihr seht, das ist alles ein bisschen, naja gut, das ist jetzt ja nicht ganz so klar, aber gut, das liegt halt an der Textur an sich. Es ist insgesamt von den Strukturen her besser geworden. Meine ich zumindestens. Hier deutlicher sehen. Ja, irgendwie ist der Planet nicht wirklich gut dafür geeignet. Nein. Gefällt mir noch nicht so ganz. Hui. Was haben wir da? Ist das Glühwürmchen? Oh, Moment. Vielleicht können wir die ja scannen. Nee. Die lassen sich nicht scannen. Was haben wir da? Ah. Ist das neu? Ist das was Neues? So, gleich mal hinlaufen. Denn wir können jetzt auch... Moment, keine Höhle. Na, schade. Wo ist jetzt hin? Oh. Aha. 6 Beine, auch schön. Nee. Auf die Stelle eine Höhle wäre schön. Oh, was haben wir da?
Oh, sowas wie Kakteen, na, die liegt irgendwie. So. Die ist also eindeutig nicht am Boden. Gut, ist ein kleiner Fehler. Ist auch nicht schlimm. Also finde ich echt nicht dramatisch. Ah, jetzt hier. Da haben wir auch wieder ein bisschen was. Jo, das hat sich doch verändert hier. Definitiv. Gut, dann holen wir jetzt... nein, wir holen nicht das Schiff. Nein. Wir gucken jetzt... ach, genau. Hier hätte ich reingucken müssen. Und zwar in den... ja, in den Hilfsmitteln. Da sehen wir jetzt die Beatbite-Box. Die können wir jederzeit benutzen. Ja, aber jederzeit hätte mir auffallen müssen, da stimmt doch was nicht, dass ich nicht benutzen kann. So. Wir können also Beatbytes kopieren. Aber wir haben jetzt kein Beatbite-Gerät in der Nähe. Ich habe die auch nie aufgebaut, weil ich eigentlich... ich mag es nicht. Es gefällt mir nicht. Aber es sollen auch besser mit dazugekommen sein. Und wir hören uns die drei jetzt mal an. Wir können die drei jetzt hier in unsere Playlist nehmen. Und spielen das Ganze ab. Also wirklich schön, hört sich es nicht an. Hört einfach mal hin. Ich spiele mal alle drei an. Also es begeistert mich jetzt nicht wirklich. So, dann schieben wir das nach oben. So, neu gestartet, da haben wir es. Jo. Ja, zumindest hört es sich an wie eine Melodie. Ja, es hört sich an wie eine Melodie. Zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber naja, gut, was soll's. Und nach oben schieben, genau. Nach oben mit Q. Was? Achso. Genau, jetzt. Jetzt haben wir's. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr die Musik in den Optionen auf 0 gestellt haben solltet, dann hört ihr davon überhaupt nichts. Das heißt, dann ist die Beatbite-Box natürlich für euch auch still. Und das ist, ja, wenn ihr das ausprobieren wollt, müsst ihr das natürlich dann also umstellen. So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Genug gesehen. Und jetzt kommt mein Schiff. Moment. Da ist mein Schiff. Na super. Fliegen wir genau im richtigen Moment hier weg. Hui. Ja, also ich finde, der Himmel sieht echt sehr schön aus. Also noch besser gelungen, als er vorher schon gewesen ist. Ob ich jetzt noch schnell eine Höhle suche? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich würde sagen, wir benutzen jetzt die Karte und werden uns jetzt mal woanders hinwurpen. Also hier, meine ich, hat sich auch nichts verändert. Einfach mal, ja, einfach mal irgendwo hin. Ruhig auch ein bisschen weiter weg. So, ein bisschen können wir noch. Ah, das ist zu weit, okay. Ja, ungefähr 2400, glaube ich, kann ich mit meinem Schiff springen. Wie ihr seht, das hat sich auch verändert. Zum Teleportieren hin auch eine andere Farbe. Und wie ihr seht, auch wesentlich schneller. So, jetzt habe ich natürlich nicht geguckt. Das mache ich eigentlich sonst auch nicht. Wo ich mich hinbewegt habe. So, Pilzplanet. Gehen wir da mal runter. Da könnten ja vielleicht auch... jo. Da könnten vielleicht auch Höhlen sein. Dann gucken wir uns auch die Höhlen an. Was haben wir da? Indium, Gold, Natrium. Und aggressive Wächter. Na, das ist ja genau das, was wir brauchen. Also gar nicht.
Ja, die Texturen von den Kuriositäten oder auch Störungen, die hat sich auch verändert. Also es ist wirklich ein nettes Face-Up. Facelifting, okay. Und wir haben ja jede Menge Updates schon bekommen. Und das hier ist ein zusätzlich sehr schönes. Jetzt braucht man natürlich noch eine Höhle. Ah ja. Und wie gerufen kommen auch noch die Kuriositäten. Ich möchte zwar jetzt keine farmen und auch keine suchen. Aber ich glaube, eine Höhle werden wir hier nicht finden, oder? Ne, wir gucken erstmal nach einer Höhle. Ah, können wir noch ein bisschen tiefer. Gut. So. Ja, die Ladegeschwindigkeit heute ist insgesamt ein bisschen gering bei No Man's Sky. Liegt vielleicht auch daran, dass relativ viele online sind, um das selber sich anzugucken. Oder es stimmt noch was nicht, dass wir hier das noch anpassen müssen. Also eine Höhle habe ich jetzt nicht gefunden. Gut, nicht schlimm. Alles klar, weg hier. Also die Effekte in einer Höhle sehen jetzt auch etwas besser aus. Also nicht nur etwas besser, die Lichteffekte und so weiter. Wir springen noch einmal. Wir wollen ja einen anderen Frachter. Und los geht's. Nein! Was heißt da los geht's? Ich muss doch in die Karte rein. So. Da würde ich sagen, springe ich einfach... Egal wohin, ja genau. Denn wir wollen ja letztendlich einen Piratenkampf. Idealerweise natürlich nicht nur einfach die Piraten, sondern um den Frachter. Damit wir den dann auch kaufen können. Idealerweise, was ich nicht glaube, denn dafür bin ich jetzt ja gerade nicht lang genug online. Gleich noch einmal. Theoretisch müsste jetzt nach dem dritten Sprung eigentlich schon was da. Ja, was kommen? So. Ja, da warten wir doch gleich viel lieber. Das sieht ja echt toll aus. Ich bin begeistert. Kaum angekommen, schon passiert gar nichts. Doch, da ist was. Okay. Aha. Also eine seltsame Macht überträgt sich auf mein Raumschiffssysteme, auf meine Raumschiffssysteme. Ihr Bewusstsein hat von meinen Kommunikationen Besitz ergriffen und sinkt in eine kurze Botschaft. Aha, sinkt. Interessant. 2. Der Stern über Wasser. So, Kommunikation, ja. Gut. Achso, ja, Kommunikation beenden. Tja, das war jetzt eigentlich so nichts, oder? Tja, gut, egal. Dann tun wir das noch einmal. Auf geht's. Super, kann ich einen Schluck Kaffee nehmen. Ah ja. Ein pinkendes System haben wir hier. So, wollen wir das mal wieder zumachen. Was haben wir dafür Planeten? Lohnt sich das? So, ein leerer Planet. Ja, das meint die ernst. Also, der ist dann auch wirklich leer. Scannen wir den? Ja, wir scannen den mal. Oh,
frierender Planet. Na gut. Manche haben recht schöne Höhlensysteme. Da ist auch noch einer. Da. So, mal gucken. Können wir. Ja. Grünender Planet. Eigentlich interessant, aber andererseits, ich möchte eigentlich einen neuen Frachter. Ja, und wie ich schon sagte, ich möchte ja eigentlich meinen Frachter behalten. Bedeutet, ich möchte meinen Frachter behalten. Das heißt, ich werde einen vorherigen Speicherstand wiederherstellen. Nachdem ich ihn habe, ist einfach nur, um zu gucken, dass das auch wirklich funktioniert. Dass dann alles so übertragen ist in den neuen, wenn ich den kaufe, wie es vorher gewesen ist. Ah, ja. Ja. Was? Oh nein, 8 Stück gleich. Oh. Oh, nö. Brauche ich jetzt ja auch nicht. Ah, ein bisschen weit weg. Okay. Jo. So gefällt mir das. Immer gleich 2. Nicht an Reichweite, ja, ja. Tatsächlich. Jo. Hat ja geklappt. Und. Komm schon. Ah. Ja, ich habe meine Maus auch sehr langsam eingestellt, deswegen ich bin hier am Rumrudern, wie nichts Gutes. Und haben wir noch welche? Die, wer will denn jetzt hier was von uns? So, geht gar nicht. Gut. Ja, ich sehe da unten die ganze Zeit die Kommunikation. Und dachte, ich gucke da mal rein. Aber nö, ist ja gar nichts. Okay, da einen haben wir noch. Mindestens einen. Frachter anschießen wollte ich jetzt nicht. Das wäre keine gute Idee. Nein. Na komm schon. Was ist da? Ah, da ist ja noch einer. Oh. Also für sowas muss ich meine Maus unbedingt anders einstellen. Allerdings super zu sehen gewesen, eben gerade die Explosion. Gefällt mir. Wo ist der nächste? Nicht andischen, nicht gegenfliegen also. Und versuche eben halt den Frachter auch nicht zu treffen. Denn das hatte ich nämlich auch schon mal. Ich habe hier irgendeine Antenne von denen erwischt. Bin entgegen geflogen also und schon habe ich dann die Drohnen auch noch im Hals gehabt. Ach, jetzt ist er unten drunter. Okay, gut. Dann fliegen wir halt einfach mal ein Stückchen weg. Komm. Komm, komm, komm. Ist er wieder hinter dem Frachter? Der ist aber ganz schön nervig. Ah ne, da. Da ist er. Und. Auf geht's, komm schon. Also mit den Explosionen und so weiter, das gefällt mir insgesamt sowieso sehr gut. Ja. Okay, super. Sehr schön. So, jetzt Kommunikation. Aha. Gut, dann geht es jetzt also hier weit. Was? 11? Aha, die aufsteigende Kugel. Kommunikation beenden. Bus. Ah ja. Freund ist beste Freund. Dies Muladi zu Gyoki. Oh, okay, ich habe den Übersetzer zwar, aber der übersetzt mir leider nicht alles. Ja, Dankbarkeit ist. Alles klar, ich komme mal und hol mal den Frachter. Die Lebensform, bei der es sich um den Kapitän des Frachters handeln muss, scheint schließlich erleichtert. Mit Handzeichen heißt sie mich an Bord willkommen. Mhm. Gut. So. Navigationsdaten empfangen. Das ist schön.
müssen wir. Ist er das auch gleich hier? Das ist er. Und den Eingang haben wir da. Da können wir auch gleich sehen, was sich noch am Frachter verändert hat. Na, komm, ein Stückchen noch. Komm. Hopp. Nein. Durchgeflogen. Interessant. Komm schon. Ah, jetzt. Also die Texturen bei Frachter, die haben sich auch ein klein wenig geändert. Es ist irgendwie alles ein bisschen klarer, deutlicher. Um nicht zu sagen, viel schöner. Achso, Moment. Wir gucken mal, was wir für einen haben. Ein C. Hm. 24 Frachtplätze plus 5. Gut, können wir ausbauen, aber eben halt nicht komplett. Also ein S-Klasse ist größer, also die Möglichkeit, dass wir ausbauen, viel mehr Plätze. Und auf geht's, Poppy. Lauf, Jay, lauf. Gut, so, hat sich hier was verändert? Irgendwie, achso, geht ja noch gar nicht. Geht ja noch gar nicht, ist ja noch nicht meins. Also ihr wisst ja, wie die Frachter aussehen, wenn ihr sie neu bekommt. Und Frachter inspizieren, ja klar, genau. So. Ja, eigentlich das Aussehen ist gar nicht schlecht, aber naja. Ist eben halt auch Geschmackssache. Wir tauschen jetzt einfach ein. Wie ihr seht, ich habe hier einen S-Klasse und auch jede Menge drin. Und jetzt wollen wir doch mal gucken. Wir nehmen das einfach hin. Ja, also wir müssen einmal bestätigen, dass wir das wollen und dann übernehmen. So. Jetzt kommen gerade mal die ganzen Fregatten hier rein. Und das sind nicht gerade wenige. Wie ihr seht, habe ich hier mehrere Seiten. Und von daher halt so. Also es sind schon so einige, die ich da habe. Denn wenn ihr mal im Menü schaut, so viel Geld, irgendwo muss ich das ja lassen. Ich habe viel zu viel, ich brauche gar nicht so viel. Ansonsten hat sich hier eigentlich nichts verändert. Oder ich glaube hier. Na, wir schauen einfach mal rein. Jetzt kaufen. Ich glaube nicht, dass sich da was verändert hat. Nein. Da ist alles noch wie vorher. Raus. Ich meine, die Missionen haben sich ein wenig verändert. Also zumindest klingen sie besser. Und ich lese mir das normalerweise hier überhaupt nicht durch. Jo. So. Eine Handelsexpedition. Kampfpatrouille. Ah, das hat vielleicht nur den Anschein gehabt. Naja, gut. Jo. Okay, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob das so aussieht wie bei mir im Frachter, wie er ursprünglich gewesen ist. Und ja, genau. Ich habe jetzt hier nichts besonders Tolles ausgebaut. Das ist eigentlich eher so ein Versuchslabor für mich. Und daher, es steht hier nicht so viel Tolles drin, also im Gegenteil. Jo. Das kennen die meisten ja auch. Einfach nochmal hier, dass ich den Anzug ändern kann oder das Gesamtaussehen. Teleporter habe ich hier natürlich auch stehen. Und meine Lagerräume. Ansonsten hier den Gang mit rechts und links. Upsa. Ja, hier habe ich noch die Bodenplatten. Jo. Hier gibt es eigentlich auch nichts Besonderes zu sehen. Dann hat es aber auf jeden Fall geklappt. Wir haben einen neuen Frachter. Und das Inventar ist alles mitgekommen. Moment, hat sich da was geändert? Einfach nochmal reinschauen. Nö. Das Menü ist gleich. Da ist nichts anders. Die Icons sind auch nicht anders. Oh, ich habe 4 Navigationsdaten. Hm, wusste ich gar nicht. Darum konnte ich meine Schiffe immer rufen. Aha.
Ja, gut, okay. Dann doch einmal nach oben schauen. Wie gesagt, hier ist nicht allzu viel. Und... ja. Wie gesagt, ist eher so ein Versuchslabor hier. Ah ja, wir wollten ja zurück auf den letzten Speicherpunkt. Den automatischen kann ich jetzt nicht nehmen. All dieweil der automatische, der ist jetzt neu geschrieben worden, als wir das Schiff gekauft haben. Ich muss den hier nehmen. Meinen letzten manuellen. Oh, da sind wir wieder. Und jetzt in dem Falle, ja, mein letzter Speicherpunkt ist hier in dieser Basis gewesen, also der manuelle. Und dementsprechend bin ich hier. Und warum bin ich hier? Einfach mal, um zu gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Und das erste, was ich sehe, ist hier die Bioglaskuppel. Da das Glas ist auch schön klar. Dieses Mal oder bei der hier ist es also nicht so, dass es schmutzig aussieht. Also hier, doch, es sieht schmutzig aus. Aber nicht, wenn wir gerade drauf gucken. Alles klar. Okay. Gut, also das hat sich verändert. Dann mal gucken. Denn diesen Teil hier, den mache ich jetzt gerade ein zweites Mal für euch. Weil, warum? Das Update, warum, wieso auch immer, es hat sich meine Grafikeinstellung geändert im Spiel. Was bedeutet die Basenkomplexität? Ups, was macht das da? Das ist mir da irgendwie hingerutscht. Irgendwie. Nö, das will ich nicht entfernen. Na, das brauchen wir jetzt auch gar nicht. Ist ja Quatsch. So. Ja, wie gesagt, also hier am Tag ist es doch relativ dunkel gewesen durch das, ja, bläulich schimmernde Glas. Das ist jetzt also klar. Hatten wir ja schon, hatte ich am Anfang schon erzählt. Und ja, dann gucken wir nochmal rein, ob sich da auch was verändert hat. Und nee, die Refraktoren, die sind immer noch, nein, Extraktoren sind also immer noch genauso wie vorher, oder? Ja doch, in der Textur haben die sich auch ein kleines bisschen verändert. Ansonsten, die Gags haben sich hier nicht verändert, nein, doch, Moment. Die haben sich im Aussehen doch ein wenig verändert, da gucken wir mal kurz hin. Ja, mit Licht. Also ich meine, dass er ein wenig klarer jetzt aussieht. Also noch ein bisschen echter sozusagen. Und gleich mal wieder raus. Mehr wollte ich hier schon gar nicht. Auf jeden Fall zu dem, was ihr hier seht, habe ich so ziemlich zu allem ein Video. Könnt ihr auf meinem Kanal finden und schaut es euch einfach mal an. Darum geht es, wie gesagt, auch gar nicht. Ich will nur gucken, ob alles funktioniert. Und damit ihr das auch seht, renne ich eben halt hier einmal durch. Also nicht komplett, aber ein Teil davon. Achso, ja, hier. So, der grüne Gang. So. Mein Rollercoaster-Tycoon. Zack. Da sind wir. Schwupps. Und hier ist auch der Basiscomputer von mir, aber der ist auch nicht interessant. Auf geht's, nochmal hoch. Na, ab und zu passiert's, da bleiben wir hängen. So, wieder unten. So, jetzt hat's geklappt. Wir sind ganz oben. So soll das sein. Und gucken. Ja, hier sind die Biokuppeln auch viel besser zu sehen. Da. Hervorragend. Also. Jo. Also klar und deutlich konnten wir früher nicht reingucken. Also vor dem Update. Und das funktioniert jetzt super. Und. Jo. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir gucken noch einmal ins Wasser. Denn da, meine ich, hat sich auch ein bisschen was verändert. Ups.
Ja. Auch hier ist es ein bisschen schöner geworden, also noch schöner. Und die Textur der Fische ist auch etwas besser geworden. Was haben wir denn da? Ups. Der sich verlaufen hat oder dahin gehört? Naja. Bin mir nicht sicher. Nochmal kurz hier runter. Ja. Das sieht wirklich verdammt schick aus, muss ich sagen. Jo. Ja, ich scanne sehr wenig, deswegen nicht identifiziert. Naja. Naja, man kann nicht alles haben. So sieht das hier auch besser aus. Die Animation dazu. Mal gucken. Einmal abwarten. Und na, ein bisschen weiter weg. Ja. Ein wenig vielleicht. Kann sein, muss nicht. Ja, gut, okay, dann sind wir hier soweit, denke ich mal, durch. Bedeutet, wenn es euch gefallen hat, dann nehmt doch noch ein Abo mit, aktiviert die Glocke, werdet da immer informiert, wenn ich was Neues habe. Und kommentiert und bewertet. Bewerten wäre auch sehr schön. Freue ich mich jedes Mal darüber, auch über die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!